Wir haben jetzt die lauwarme Fjordforelle. Das Gericht ist eigentlich so entstanden, dass ich gesagt habe, grüne Soße und Fisch, also Frankfurter grüne Soße klassisch mit Fisch und Kartoffeln, war so die Grundidee. Daraus ist entstanden die pochierte Fjordforelle mit einem grüne Soße-Eis, einem Fjordforellen-Tatar, einem frittierten Wachtelei, einer Eigelb-Senfcreme, Passepeer-Algen, Krabben und Kaviar. Guten Appetit!